Hallo und willkommen zurück zu Remnant from the Ashes. Zusammen mit dem Chaosprinz Hallo. Ah, schwerer, schwerer Titel. Ja. So. Also erster Eindruck. Fragst du mich das jetzt? Ja. Ja, eigentlich scheiße, weil, also von der Mechanik her, ich mag halt nicht, wenn man mir Sachen aufzwingt, die ich eigentlich anders entschieden habe. Das ist doof. Ansonsten, das Kampf. Das könnte, ja. Der Kampf und so, der war schon nicht schlecht. Ich bin gespannt. Also, wir brechen ja nicht ab, wir machen ja weiter. Genau. So, jetzt müssen wir erstmal hier was aufwerten. Hey du, hoffen nur langsam, dass wir danke, nicht dass du mehr den so lange Show hier wieder im eingeschaltet Tutorial, hast. dass wir uns nicht Ford ausgeruht haben, meinte, wir feststecken. sollten dich für die Stadt Ja. klar machen. Als Dank dafür, dass du uns geholfen hast. Ah, vielleicht können wir Ich deine spreche alte die Klinge Leute doch nicht. noch verwenden. Lass mal sehen. Kommt gleich übers Knie. So, was haben wir denn hier? Ziel abgeschlossen. Eisen, Altmetall bekommen. Du Gut, Scheiße. Schusswaffen und Rüstung aufwerten. Interessant. Einige Waffenmods aktivieren sich sofort, andere lösen einen alternativen Feuermodus aus. Okay, zum zum Aufwerten brauchen wir auch Kohle. Kohle und Material. Aber jetzt erstmal noch nichts aus aufwerten. Keine Sorge, lass dir Zeit. Ach, muss man sogar. Hey Okay. du, willst du etwas auf? Na gut, dann werten wir was auf. So, bitteschön. Okay. Hey, schon viel besser. Oh, und nimm das hier. Das Material ist nicht das Stärkste, aber es sollte mehr Schutz als die alten Klamotten bieten. Ah, na also, so Das sieht ist fast es, aus wie der Bruce Sabina. Willis. Ja, ein bisschen, ne? Ja. Trenchcoat. Wir haben zwar Das nicht wird auch viel, eine aber Spende Material liefern. du hast uns geholfen. Jetzt helfen Gegner wir dir. Schau Ja, das auch jederzeit sein, aber vorbei, immer wenn du schwieriger deine werden hier die Waffen aufwerten Fortschrittsziele zu willst. zählen. McCabe da Klingt drüben wird dir mit eindeutig deiner besser. Rüstung helfen. Mit ihr solltest du nur über die Arbeit reden. Ach, weißt du, sie Altmetallschwert. redet nicht gern mit Leuten. Gut, hat er das jetzt schon ausgerüstet? Habe ich das nicht alles irgendwie hier? Ja. So, jetzt müssen wir zum McCabe. McCabe, wo bist du? Hallo, bist du das? Oh, Die ist ja. gleich um die Ecke, die Alte. Als Ja, sie mir ja. Streuner von dem Fort erzählt hat. Ich soll dich für die Stadt ausrüsten. Echt sinnlos, die guten Teile einfach Okay. so zu vergeuden. Aber Offenbar genügt teuer. es Commander Ford, wenn man ein paar Saatkreaturen getötet hat. Wenn Ford meine Zeit mit jedem dahergelaufenen Streuner vergeuden will, werde ich ihr was erzählen. Ich bin McKay. Ich bin hier die Ingenieurin. Und du nervst mich jetzt schon. Ich bin kein Oh. Altmetallhändler, klar? Ich arbeite nicht mit Müll. Na, dann ist gut. Tja, dann lass mal sehen, was du hast. Mehr bekommst du von mir nicht. Sammle weitere Komponenten, dann mache ich mehr. Für einen Preis. Geh Okay. jetzt. Hab keine Lust mehr auf dein Gerede. Ja. Waffenmods. Was meint ihr denn mit Holzmonstern? So, ich bin bereit, ich gehe jetzt hoch wieder zu Ford. Sofort zurückkehren. War das?
sofort zurückkehren. Halt. Hier war das. Hallo Ford. Harrison Ford. Man hat sie ausgerüstet. Gut. Riggs und McCabe leisten hervorragende Arbeit. Ich hoffe, die Ausrüstung wird ihnen auf ihrem Weg helfen. Über die Tore können wir derzeit nicht nach draußen. Aber der Gründer, mein Großvater, hat mir vor Jahren diesen Schlüssel gegeben. Er sagte, wir sollen ihn nur verwenden, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Nun, wir haben keine Wahl mehr. Sie haben schließlich ihr Leben für uns riskiert. Also gebührt Ihnen die Ehre. Das war nett von ihr. Im Hauptraum befindet sich ein Terminal. Verwenden Sie dort den Schlüssel. Mit etwas Glück können wir das Ding zum Laufen bringen. Oh, danken Sie mir nicht zu früh. Mhm. So, jetzt muss man irgendwie raus hier. In den Hauptraum. Da unten, glaube ich. Ah, dieser Raum wird jetzt mit einem roten Dings markiert. Ein bisschen etwas. Hä? Da kann ich nichts machen. Oh, Sequenz. Wo bist denn du lang gegangen? Ja, guck auf die Karte, da ist ein rotes Zeichen. Wenn ich wieder runter gehe, wo die ganzen Leute stehen, rechts in den Hauptraum. Ja, da bin ich gerade. Da ist eine Konsole, da kannst du Schlüssel reinstecken. Kristalle untersuchen. Wo du den Schlüssel reingesteckt hast, eine Sequenz gehabt, oder was? Ja, da muss man mal an den PC ran. Ah ja. Auch kein Glück, bin gut. Eindruck, nicht wahr? Ich hatte zuvor nur den Ladebildschirm gelesen und es nie selbst gesehen. Dieses rote Auge oder Trophäe ist jetzt womöglich unser einziges Tor in die Welt da draußen. Mhm. Sie wollen hier raus? Das ist Ihre Chance. Vor mir war mein Großvater der Commander. Er wird als Gründer von Station 13 gesehen. Als die Saat zum ersten Mal angriff, brachte er alle in die Station. Er war fest entschlossen, den Ursprung der Saat zu erfahren. Er verbrachte sehr viel Zeit da draußen. Und schließlich kehrte er eines Tages nicht zurück. Ich weiß nicht, was ihm zugestoßen ist. Direkt außerhalb der Station gibt es einen Raum. Seine Notizen und andere Anhaltspunkte befinden sich dort. Wenn Sie das Atoll erreichen wollen, dann ist er vielleicht der Letzte, der weiß, wie man dorthin gelangt. Hören Sie, ich weiß, das alles ist nicht leicht. Das ist es für niemanden.
aber sie haben uns geholfen. Dafür bin ich dankbar. Sie sind hier jederzeit willkommen. Viel Glück. Viel Glück. Komm, ey. Ich kriege hier lauter Sachen, kann die aber nicht benutzen. Echt? Echt. Ganz schön hell. Seltsam. Die Sitzung kann nun beigetreten werden. Juhu, wir können uns einladen. Jo, na dann, let's go. Lad mich mal ein. Warte mal, ich krieg grad Sachen. Stiefel des Gladiators. Ja, geht eine ganze Weile so. Aber du kannst sie nicht. Ich hab die nicht. Ich hab die Sachen nicht in meinem Inventar. Das kriegen wir vielleicht später. Das sind diese Zusatzdinger, die es gratis gab, ne? Denke ich mal. Ja, aber sind die nicht eigentlich im Inventar? Das steht doch im Inventar. Da ist aber nichts drin. Jedes Mal, wenn dein Charakter auflevelt, erhält er einen Eigenschaftspunkt mit dem. Ey, wir können. Aha, wir können aufleveln hier in. Ja, richtig, aber wir haben. Ich habe noch 0 Eigenschaftspunkte. Ich habe ich plus 1. Sicher? Ich habe plus 1. Nee, steht da. Weil da steht's, okay, 0 Eigenschaftspunkte. Also bei mir. Also ich habe das auch noch nicht. Komisch, oder? Da steht ja extra noch Optionstaste, um nachzusehen. Richtig. Na komm, dann lad mich mal ein. Ich hab, nur die, ich hab nur die alten Sachen hier. Warte mal, ich versuche dich mal einzuladen. Weißt du wo? Ich guck noch. Ja, ich auch. Ja, ist egal, ob du auf die Option-Taste drückst oder auf den großen Touchpad, ne? Da kommst du beides im gleichen. Ich sehe schon. Dort! Sieh dir das an! Ja. So ist das, ne? Mit dem Licht. Ich hab da jetzt zwar einen Totenkopf da auf der Karte. Ja, hab ich auch. Ist das nochmal ein Hauptmenü oder was? Nee. Mal nicht. Ich geh mal an den Kristall. Checkpoint verwenden. Oh, hier interagieren. Oh. Überlebensmodus. Ist nun verfügbar. Der Überlebensmodus kann am Weltenstein in Station 13 und da will das schon abgerufen werden. Okay. Welteinstellung. Ah, Spielmodus auswählen. Kampagne. Abenteuermodus. Ein anderes Gebiet reisen. Welteinstellung. Ah. Ja. Ah, ich glaube, ich hab's. Neue Kampagne erstellen. Achtung, jeglicher Fortschritt geht. Jeglicher Fortschritt im aktuellen Platz geht verloren. Nee, Kampagne ist ja aktuell aktiv. Steht ja da. Wir sind ja gerade in einer Kampagne. Wahrscheinlich müssen wir erstmal reisen und können uns dann einladen, oder? Ich glaube auch. Ich reise mal. Ich auch. Versteck des Gründers. Ich hoffe es mal. Also man kann es auf jeden Fall zu zweit spielen. Ja, 2 bis 3 Spieler. Ja, fragt sich nur wie ja. Dann.
Man kann es sogar nur zu zweit oder zu dritt spielen. Alleine kann man es nicht spielen, sagt Krischi zumindest. Okay. Aber müsste ja normalerweise auch gehen. Weil es hat ja nicht jeder das Spiel. Schon wieder ein Totenkopf da. Bist schon drinne? Ja, ich bin jetzt bei diesem Unterschlupf hier. Das ist aber ein anderer Unterschlupf, ne? Nee. Jetzt müsste man wissen, wie man einen einlädt hier. Magnetkarte. Die Nadine. Magnetkarte. Also ich bin draußen, die laufen auch schon Gegner rum. Kann man hier was machen? Ich glaube, wir müssen noch mal zum Hauptmenü. Meinst du? Mache ich jetzt einfach. Oh, ich werde nicht mal gefragt, ob ja oder nein. Der geht gleich rein. Spielen nur Freunde. Oder sind wir immer noch im Tutorial? Eigentlich nicht, oder? Ja, nee. Gehen wir bitte auch ins Hauptmenü. Moment. Einmal Hauptmenü. Ja. Bist drin? Spiel beitreten. Genau, ich geh zum Spiel beitreten. So, und da. Oh, die Machete spielt auch gerade. Kriegen wir bestimmt gleich noch eine Einladung von dem. Ich hab schon gesagt, dass wir heute alleine spielen. Okay. Weil das ist nicht möglich, solange der andere Spieler nicht übertritt. Ah, okay, er kommt. Kommt der Dotto. Irgendein Horst kommt. Ne, der Horst bist ja du. Ich bin Host. Horst, ja. Ich weiß. Brauchst dich nicht nochmal vorstellen. Ich weiß, dass du der Horst bist. Haben wir ein Clown gefrühstückt, ja? Nö. Pass mal Kristall nicht an, Mann. Teamwork. Wer bist denn du? Okay. Du siehst ja genauso aus wie ich. Ich bin schon hässlich. Wie bitte? Oh, neue Gesten, winken. Wie denn, wo denn, was denn? Boah, musst du gedrückt halten. Alter. Da drüben. Nein. Oh, wir können ja reden. Ich bin ja begeistert. Guck mal, wenn ich jetzt nur L3 drücke, dann kann ich. Siehst du meine Markierung? Ja. Okay. Dort. Komm zu Papa und bei mir steht unten, komm zu Mama. Pass an hier. Ja, gib's mir. So. Erde. Okay, so.
Aber das kann man doch alleine spielen. Was das erzählt der Krischi für ein Mist? Ja, kann man alleine spielen. Hat mich sowieso gewundert, dass Krischi mir eine Information über ein Spiel gibt, das er gar nicht kennt. Ich bin mal gespannt, ob wir beide gleiche Loot kriegen oder also ob das aufgeteilt wird oder nicht. Brauche auch immer ein bisschen zum Laden, ne? Ja, das nervt. Gut. Eingang zur U-Bahn finden. Er stöhnt hier. Nee, also das, was du einsammelst, ist weg. Was? Das, was du einsammelst, ist auch weg. Das kann ich nicht mehr einsammeln. Echt? Ja. Au. Oh. Das ist ja blöd. Oh yeah. Autsch. Ja. Da kommt noch was. Oh, wenn du sprintest, machst du einen Hieb, ein Stichhieb oder so. Oder Hiebstich, oder? Du weißt schon. Stichst dann so. Genau. Aber denn hier Schönes? Gar nichts. Doch, da liegt doch was. Eisenerz. Eisen. Da bist du wohl viel brauchen. Sammeln wir eigentlich zusammen, ne? Ja, sammle ich. Pass auf. Bisher. Ich habe jetzt gerade Eisen mal 2 gekriegt. Ja? Sammel mal nix. Ich sammle jetzt was ein. Mal 2. Okay, dann kriegen wir das zusammen. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Warte mal. Such dir mal noch was zum Einsammeln, aber sammel es mal noch nicht ein. Ich habe nur 13 mal Eisen. Du hast 13 mal Eisen. Ja. Pass auf, ich sammle jetzt einmal Eisen mal 2 ein. Oh, jetzt 15 mal Eisen. Okay, cool. Ah, das ist gut. Das ist nett. Also brauchen wir uns da nicht streiten. Ich hätte dich einfach umgebracht. Ja, geht ja gar nicht. Ja, sei froh. Ja, du kannst froh sein. Ja, so wie du schießt. Was ist los? Soll ich mich an 7 Days to Die erinnern? Also ruhig, also ganz ruhig. Ja, den Kreis gelaufen, ja. 7 Days to Die ist ja auch was ganz anderes. Altmetall mal 19? Oh, ich glaube, hier bin ich richtig. Oh, das war's Dickes. Oh, der kommt angerannt. Oh, Hilfe. Ich weiß nicht, wo du bist, Alter. What the f... Ich glaube, das ist ein Boss.
Geh weg von mir! Mucke, ey, das ist doch. Autsch. Kannst du dich irgendwie bemerkbar machen? Geht gerade nicht mehr am Kämpfen. Drück mal kurz R3. Geht gerade nicht. Da. Ah, siehst du, was können wir uns nämlich. Oh, ich bin echt erstaunt, ey. Komme. Warte mal, ich muss gerade heilen. Wie war das nochmal hier, ne? Ja. Sie sehen den Punkt nicht mehr. Oh, warte. Sieh dir das an. Da. Ah, sind wir da hinten? Oh, ich hab ihn gleich. Oh, ich hab keine Munition mehr. Ah, ich hab ihn. Lumenti-Kristall, okay. Altmetall. Primäre Munition. Ah, jetzt kommt er, jetzt wo alles fertig ist. Ja, pff, Alter, ich hab mich da hinten verlaufen, Alter. Oh, lila, was ist denn das? Ring der Mutter. Krieg ich das auch? Hast du gekriegt? Ja. Okay. Ich guck mal gerade. Das müssen wir bestimmt ausrüsten, ne? Oder ist das schon ausgerüstet? Verringert erhaltenen Fernschaden um 20%. Jo, ist schon ausgerüstet. Ausgerüstet, ja? Mhm. Oh. Ja, ich hoffe, man findet hier auch genug Muni, ey. Ich habe jetzt voll viel an den einen verbraten. Oder man muss wirklich mehr mit Nahkampf machen. Ja, aber nicht bei den Bossgegnern. Ich glaube, hier sind wir richtig, oder? Ja, hier ist der Eingang. Ich würde doch sagen, wir machen hier einen Break, oder was? Richtig. Und schauen dann mal in der nächsten Folge, was da unten auf uns wartet. Michael, auf jeden Fall. Genau. Immer vor. Gut, alles klar, dann würde ich, sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Richtig. Ciao, also, ciao.